Herzlich willkommen zu Daisy der Standalone und zwar in der neuen Version 0.63, die jetzt mit einem exklusiven Code, den ich euch in die Videobeschreibung gepackt habe, verfügbar ist. Und zwar wollen wir heute die Version testen, schauen, was taugt sie, was ist neu und wie schaut's aus, in welche Richtung wird denn sich Daisy entwickeln. Da bin ich schon sehr gespannt und würde sagen, wir legen direkt los. Viele von euch haben DayZ wahrscheinlich schon ein bisschen abgeschrieben, weil DayZ als Mod zwar ganz gut war, aber als Spiel selber man sich natürlich mehr erhofft hat als dasselbe verbuggte System, wenn nicht sogar ein verbuggteres System und ein noch schlechteres drumherum. Also die Zombies waren sehr, sehr buggy, laggy, haben nie wirklich funktioniert. Jetzt mit der neuen Version sollen sie zumindest in die richtige Richtung gehen und mein erstes Fazit heißt, ja, das tun sie. Weil ich finde, die Zombies sowie auch generell das System, was sie jetzt benutzen, auch fürs Inventar, nicht mehr mit diesem Scrollrad-Menü, sondern mit diesen schicken Interaktionshinweisen, viel besser. Also auch von den Zombies her, die können über Zäune klettern, buggen nicht mehr so rum, man kann sie auch mal gescheit treffen, wenn man zielt, und sie machen gescheite Geräusche, die Audio- und Videosachen wurden deutlich überarbeitet. Ich meine, man sieht sich jetzt einfach mal das hier an. Ohne Lags auf hohen Einstellungen auf 4K Auflösung kann ich hier ohne Probleme mich umdrehen und das ist sehr schön flüssig mit schicken Baumanimationen da hinten. Wenn man mal ganz genau auf die Baumspitzen achtet, dann bewegen die sich, man hört den Wind in den Bäumen. Also es sieht schon sehr schick aus und es wurde einiges verbessert und gemacht und das war bitter nötig, würde ich sagen, weil wie gesagt, viele von euch haben wahrscheinlich DayZ schon ein bisschen abgeschrieben. So war es zumindest bei mir, weil ich eben gedacht habe, da wird sich eh nicht viel tun, da wird sich eh nicht viel ändern. Im Moment ist diese Version übrigens nicht spielbar in dem Online-Modus, zumindest nur zeitweise. Aber dauerhaft kann man diese Version offline spielen, zumindest testen, soweit ich weiß. Das heißt, theoretisch könnte jeder, der möchte und DayZ besitzt, eben die Beta hier aktivieren und den Code eingeben, I really want to test, und sich hier an die Suche machen, weil man muss schon viel, viel noch laufen und suchen, um die richtigen Utensilien zu finden, und im Moment ist auch ein bisschen eher die Testphase noch, wie das ausschaut jetzt mit den überarbeiteten Sachen. Oh, ein Megafon. Ist ja cool. Also, das ist ganz klar noch in der Testphase. Aber sieht schon mal deutlich besser aus als die letzte Version, die im Moment noch für die normale spielbar ist. Oh, wieder eine Wasserflasche, sehr schön. Was ist hier drin? Ein Wildcat-Code. Ne, brauche ich nicht, danke. So, hier ist nichts drin. Nein. Gut. Ja. Dann schauen wir mal direkt weiter. Da unten war direkt ein Bach. Da würde ich mal ganz kurz was trinken. Und meine Dose essen. Also, nicht die Dose, aber den Inhalt der Dose. Wäre ganz gut. Also, da kann man nämlich hier hingehen. Und ein bisschen sippen. An dem netten Bach, quasi. Ja, ihr könnt mir mal gerne eure Meinung von DayZ in die Kommentare schreiben. Was sagt ihr? Fandet ihr die alte Version ganz gut oder schon okay? Also, von der Standalone hier. Oder sagt ihr auch, da war ja der Mod mit Arma 2 auf selbem oder sogar besserem Niveau, weil es zumindest weniger Fehler gab. Also, das würde mich mal interessieren. Mich hat nämlich immer gestört, dass es sehr stark geleckt hat, auch auf niedrigen Einstellungen in der alten Version. Und dass kaum Zombies da waren. Und wenn Zombies da waren, haben sie rumgebackt wie sonst was. Und das haben sie jetzt behoben. Zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe. Und das muss ich sagen, ist auf jeden Fall ein deutlicher Fortschritt. Und auch Sprung. Also, das macht DayZ wieder gewissermaßen spielbar. Sie haben, wie man unten links sehen kann, jetzt ein Ausdauersystem reingebracht. Jetzt zum Beispiel bei uns die halbe Leiste da unten links. Das anzeigt auch, okay, wie beladen ist man, wie schnell kann man denn noch sprinten oder ne, wie lang kann man sprinten. Das ist schon auch sehr sinnvoll, weil zuvor konnte man in DayZ einfach unendlich lang sprinten, je nachdem, was man halt auch dran gehabt hat, also sprich Waffe oder nicht Waffe geholstert hatte, schneller oder langsamer, aber das war halt auch nicht zielführend eigentlich, wie ich fand.
Aber das jetzt ist schon deutlich besser, die ganze Sache hier. So, wir haben genug gesippt. Damit muss man jetzt leben können. Und wir nehmen uns hier noch eine Dose Baked Beans. Da könnte ich euch mal direkt zeigen, wie er hier die aufmacht. Ganz schick mit Animation und Leiste. Wie er das hier dann öffnet und zack. Dann hat man das in der Hand. Und dann kann man schön mit gedrückter Maustaste so viel essen, wie man will. Und links oder auch unten in der Leiste, in dem Fall jetzt links, wird angezeigt, Canned Baked Beans, wie viel noch vorhanden ist. Jetzt zum Beispiel, das ist eine sehr große Dose. Das wird wahrscheinlich ganz gut reichen. Mal schauen, ich will eigentlich jetzt Essen wieder auf Normalfarben kriegen. Na komm, ess dich satt. So, aber die hat Hunger, ey. Ja, gut, ich esse jetzt die ganze Dose auf. Sollte ja gehen. Eigentlich. Muss bei mir nicht hungern. So, da in der Leiste, in dem Kreis, zeigt es auch an, wie weit es fortgeschritten ist. Zack, perfekt. So, jetzt trinkt man noch einen Sip, damit es auch gut runter geht. Perfekt. Ja, noch ein Sip. Weil jetzt geht das Essen und das Trinken schon wieder ein bisschen runter. Man sieht es unten rechts nämlich, wie der Status ist aktuell, ob das steigt oder sinkt. Wie viel verbraucht man? Deswegen das ist ganz gut. Da hat man immer so eine Art Feedback oder Rückmeldung, wie es ausschaut mit dem Essen, ne? Wie man gerade wirtschaftet quasi. Weil es ist ja ein Survival-Spiel, wo man wirtschaften muss quasi. Tracksuit Jacket. Eine Jacket. Aber wir haben eine ganz gute Quilted Jacket, die hat noch mehr Plätze, da brauchen wir nichts wechseln. So, aber hier ist nichts mehr in dem Dörfchen. Leider. Gut, dann gehen wir weiter. Hier ist noch ein kleines Häuschen. Ja, und wir wollen eben gegebenenfalls, ich hoffe auch, dass das Spiel dann bald in einer selben Version so rauskommt. Also hoffe ich zumindest. Dann könnten wir online eben auch uns das Ganze anschauen. Mit dem The Tiger vielleicht sogar. Weil dann könnten wir uns natürlich hier auch um, ja, gescheites Online-Spielen von DayZ mal kümmern, weil das ist ja lange überfällig eigentlich, seit Release des Spiels. So, was liegt denn da? Das ist, glaube ich, so ein Verbesserungsset. Aber da komme ich nicht hin. Gut, dann soll es nicht sein. Dann gehen wir mal die Straße entlang weiter. Wir können eigentlich die Straße auch hochgehen. Nach unten oder nach oben? Ich gehe mal nach oben, hätte ich gesagt. Und schauen wir mal, was uns sonst noch so erwartet. Ich meine, DayZ ist jetzt volle Überraschungen. Ich kenne es auch noch nicht so richtig. Und jetzt sieht man mal unten links ganz gut das Ausdauersystem. Wenn die Ausdauer weg ist, dann kann ich nicht mehr sprinten und dann regeneriert die sich so langsam. Dadurch ist aber auch so, dass zum Beispiel das Essen und Trinken schneller wieder nötig sein wird. Also, wie man unten rechts sehen kann, jetzt sind schon zwei Pfeile nach unten, weil man natürlich auch für die Regeneration der Ausdauer wieder mehr Essen, wieder mehr Trinken braucht. Also sollte man das jetzt auch nicht einfach ausnutzen und sagen, gut, ich renne dauerhaft durch, sondern muss auch ein bisschen schauen. Wenn ich jetzt dauerhaft sprinte, dann muss ich auch schneller wieder essen und trinken. Auch wie ich finde, ein nettes Detail, was das Ganze deutlich besser und wie ich finde auch authentischer macht. Und natürlich die Grafik, ne? Ich habe schon ein bisschen gesagt, aber jetzt links zum Beispiel der leichte Nebel im Wald, oben der schicke Himmel, rechts auch wieder leicht neblig, schöne Soundeffekte, der Wind. Also, das ist schon sehr gut, wie ich finde. So. Jetzt müssen wir aber noch mal was trinken eigentlich. Leider sind hier keine Zombies. Ja, jetzt sage ich leider. Vorhin bin ich noch hierhin, ja, ich sage jetzt mal geholpert, weil wenn man zu wenig getrunken hat und dadurch das Leben sinkt, dann läuft man eben so rum. Also quasi dauernd mit so einer Art, ja, Schmerzen. Und man bekommt ja auch so gesehen dann Schmerzen quasi. Also es ist auf jeden Fall schlecht, wenn man zu lang ohne Essen oder ohne Trinken rumläuft. Und ja, jetzt sage ich, ich bräuchte Zombies. Man kann dann auch nicht mehr sprinten. Wenn man zum Beispiel jetzt stark Hunger oder stark Durst hat, dann ist es nichts mehr mit Sprinten. Oh, das Haus habe ich hier, glaube ich, noch nicht angeguckt. Was ist denn hier? Das finde ich schon gut gemacht jetzt eigentlich. School Backpack. Okay, hier ist nichts mehr. Nee. Warte, war da noch was? Doch, da. Ah, Munition. Sehr schön. Die nehmen wir mit. Sonst ist hier aber nichts mehr, ne.
Ah, wieder Canned Tuna. Perfekt. In einem anderen Rucksack hier in einer kleinen Scheune gefunden. Sehr schön. Ja, man findet leider hier jetzt gerade echt keine Zombies. Bisschen schade. Ich würde gerne jetzt nochmal einen Zombie euch zeigen. Aber das ist wahrscheinlich das Problem im Moment in den ganzen anderen Städten. Die Zombies sind wahrscheinlich nur für diese Spawn-Locations im Moment leicht implementiert mit ein, zwei Leutchen oder vielleicht nur auf den offiziellen Servern, wenn mal ein Server online ist, weil das ist auch geregelt. Wir werden uns wahrscheinlich in den nächsten und kommenden Videos mal auch die Zombies anschauen. Ich hoffe ja, dass das Spiel dann bald rauskommt. Dann können wir das auch mal im Multiplayer, also die Beta-Version als Stable rauskommt, dann können wir das auch mal im Multiplayer testen und auch mit mehreren Spielern mal anschauen. Aber bis dahin würde ich sagen, muss man noch ein bisschen suchen, bis man sein Essen zusammenfindet und alles andere auch. Oder auch zum Beispiel die Zombies. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe doch sehr, dass wir dann bald loslegen können mit der kleinen Serie aus DayZ. Bis dahin, macht's gut und ciao.